Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Günni und dem Chris. Guten Morgen, Mann. So, wir sind noch mal beim Häckseln. Der Günni schneidet meinen Weg ab. Na, hättest du easy noch Platz gehabt. Jo. Ja? Also so groß ist es auch noch nicht, dass es ein Schiff ist. Ja. Sonst nicht, gibt's nicht. Und was habt ihr die Woche so gemacht? Nicht viel was. Bei dir? No, ich habe einen Film geguckt. 90. Was hat der Chris gemacht? Ich muss einmal den Chris dann lauter stellen, wenn du cool bist. Steht gar nichts. Ja, ich auch. 98, 99, 100. Warte mal kurz, Chris. Mann, ich muss hätte mal schön weitermachen. Ich hör dich nicht. Was, du bist bei mir schon auf 200% und ich hör dich noch immer nicht alles. Muss man mit mehr Motivation hier was sagen. Ja, ich glaub, der Chris muss einfach lauter reden mit uns. Natürlich. Ja, jetzt erzähl doch mal, was du so Schönes gemacht hast in der Woche. Gar nichts, ey. Ich hab geschaut. So, schlafen. Und mit uns war mit mir Film geguckt. Aber der letzte Film, den wir gestern geguckt haben, war am Anfang geil, aber am Schluss war er scheiße. Also ich hätte auch schon viel erwartet. Beim Anfang, Alter, der war so brutal. Ja. Einmal kurz die Augen ausgestochen. Was sagt ihr zu dem neuen DLC, was jetzt bald einmal rauskommt? Nein, das ist noch gar nicht gut. Fragen, hallo. Und das kommt jetzt bald einmal raus, habe ich gesehen. Ich habe jetzt gut. Wir können nichts alleine machen, einfach den Helfer reinschießen. Hier. Na,
Also gerade heißt was anderes, oder? Heute nicht so gesprächsfähig. Na. Die Leute müssen wir ja motivieren. Buchstabieren. Motivieren. Und wie läuft's so mit Nati? Schein Nati, Junge, jetzt fängt der wieder an. Ja. Ist jetzt auch Piss auf mich, oder? Na. Ich bin jetzt nicht auf dem Lauch. Ist da was sonst gar nichts. Der wahrscheinlich im Supermarkt noch in dem letzten Regal gammelt. Genau so ist es. Weil ich schon halb braun ist. Dann dürfen wir wieder fliegen. Ja, bin ich schlecht dran. Und steile die Sonne. Wenn er jetzt auf dich ablädt, dann hasse ich dich krass. Ein bisschen rüber, ich komme ein bisschen weit rüber. Hallo! Dreck schon den Ding weg! Den Drecksanhänger nervt. Ey! Ich. Ui! Oh. 90. Trotzdem einfach weiter. 95. Ja. Wo haben wir denn eigentlich gestern letztens aufgehört zu labern? Weiß ich nicht, bei irgendwas haben wir gemacht. Ich glaube Ukraine, oder? Ukraine. Nee. Nee. Hat vor 7 Tagen angefangen, glaube ich. Achso, ja. Sagst du was? Ja, sorry. Vorbeizeiber, lass mich. Das weißt du. Putin gehen wir so langsam auf den Sack. Ich meine, was dann schlimm wird, wenn die Ukraine in die NATO einkommt. Dann ist Scheiße für uns.
Weil Putin hat für alle Länder gedroht, die sich mit einmischen, die kriegen schon das zurück. Die haben schon mit eingemischt. Die kriegen ja Waffen von uns. Nicht. Und? Der. Ja, Waffen. Also ja, er meint aber, wenn. Können wir dort mitkämpfen? Die Waffen sind ja, glaube ich, noch okay. Das ist unbedingt. Ja, das hätten wir schon lange gespürt, wenn das ein Problem wäre. Dann wäre schon locker schon in den Nachrichten, dass da irgendwas gewesen wäre. Weil das war ja am Montag oder so, wo die geliefert haben. Ich möchte jetzt erstmal auf die einfach die Schützung der Ukraine. Und das mit diesen Kampf-Chat-Piloten da, das stimmt, das stimmt nicht. Das ist irgend so ein Bild, was schon lange her ins Internet gestellt wurde. Das wurde an ihm bearbeitet. Irgendwie. Der schickt jetzt alle bloß seine scheiß Lakaien raus. Irgendwas ist so. Oder nur für das so ein Ding. Ganz ehrlich, ich fällt mir. Was sagst du eigentlich jetzt mit, weiß nicht. Ja, ist ein bisschen neben der Spur, würde ich sagen. Ich hab keine Seele. Vor ein paar Jahren habe ich da irgendwas gesehen und jetzt einfach auch nur jetzt gestorben. Und da, wo die ganze Scheiße angefangen hat, ich gehe in TikTok rein, jedes Video mit Ukraine. Leckt mich am Arsch. Das ist mir nochmal gewesen. Hm? Naja. Ja. Auf einmal schießt der Kampfschütze. Ja, Kampfschütze haben schon auf den geschossen. Ich hab zwei Raketen sind und drei oder fünf auf mich liegen. Ich hab jetzt zwei. Bisschen zu spät gesagt. Ja, sorry. Alles gut. So. Jetzt soll ich was mein Vater erzählt haben. Die Russen holen sich von den toten ukrainischen Soldaten die Uniform. Sehen die dann an und gehen nachts in die Städte und markieren für die Panzer, wo sie langfahren müssen. Spray, kann ich ausmachen. Mhm. Ich langfahren. Also, ich wollte schon sagen, ja. Handy geguckt oder was? Vielleicht. Vielleicht ja. Die waren da ganz kleiner Lack. Ich hab den mal wieder an hier. Ich hoffe, dass einfach kein dritter Weltkrieg kommt. Ich glaube, dann kommt USA dazwischen, Frankreich und. Mit NATO dazwischen. Ja. Das heißt, dass die Deutschen so. Ganz gut. Also auch schon. Beim Zweiten Weltkrieg oder im Ersten, da konnte man sich nicht verständigen, wer wie was ist, ne? Jo,
Aber das werden wir jetzt dann in der nächsten Folge wieder diskutieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dann lasst, gerne eine Bewertung da. Schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.